Es gibt einen neuen Trailer für Pokémon Sonn und Mond mit den exklusiven Z-Attacken der Starter-Pokémon und mehr Ultra-Bestien. Ich bin der Gebirges und ich sage willkommen zu meiner Reaktion zu eben jedem Thema. Und ich weiß, es gibt im Vorfeld ein paar Sachen von wegen, hey, da gibt es ein paar Leute, die haben schon gespielt. Es gibt Leute, die haben alle schon hochgeladen, was es gibt. Musik, sei es alle Einträge von den Pokémon, sei es Statuswerte hier und da. Ist mir scheißegal. Ich will mir davon nichts angucken, denn ich will mir das Spiel nicht kaputt spoilern. So dass ich keinen Grund mehr habe, es nicht zu spielen. Dass ich keinen Grund habe, es überhaupt zu spielen. So in der Richtung. Deswegen schaue ich den Trailer und sollten irgendwelche Kommentare unter dem Video erscheinen mit richtig fetten Spoilern aus dem Spiel, die dann sofort gelöscht, das könnt ihr mal glauben. Denn das Spiel kommt erst am Freitag in Amerika raus und im Rest der Welt, bis auf Europa, denn wir müssen noch 5 Tage länger warten. Und es kann nicht sein, dass Typen 2 Wochen vorher das Spiel schon haben und alle Leute den Spaß verderben wollen. Ich hasse solche Leute. Ich hasse solche Leute. Die sollen einfach nur sterben. Und ich hoffe, Nintendo macht da was gegen. Weil das kann man nicht angehen. Aber gut. Wir sind hier, um den Trailer anzuschauen. Oder ihr seid hier, um meine Reaktion damit zu bekommen. Deswegen starte ich das Video in 3, 2, 1, jetzt. Ja. Exklusive Z-Attacken der Starter-Pokémon. War eigentlich zu erwarten, oder? Sylvarus Z-Attacke. Aha. Na? Schattenpfeilregen. Sieht cool aus. Ah, armer Wasserstarter. Sieht aus wie eine Multi-Hit-Attacke, muss man dazu sagen. Armes Dingen. Aber sieht schon cool aus. Fuegros Z-Attacke. Ja, hier unser Wrestler. Unlicht-Typ. Hyper Dark Crusher. Alter Schwede. Das erscheint nicht allzu viel Verteidigung zu haben, der Pflanzenstarter. Oh Mann. Und Primarines Z-Attacke. Was ist das? Wie heißt sie? Grandiose Meeressymphonie. Oh. Muss sie unbedingt Schaden machen? Weil er sieht schön aus. Könnte heilen. Oh. Straight aus Dragon Ball Z? What? What? Einfach so. Genki Dama. Mehr Ultra-Bestien greifen an. Was bist denn du für einer? UB03 Lichtblitz. Sieht aus wie ein Elektro-Typ, wenn überhaupt. Das als Pokémon zählen sollte. Weil. Pokémon Fragezeichen? Nein, nicht Little Tall. Böser etwas du. Was zum Teufel? UB05 Vielfraß. Was zum Teufel? Sieht aus wie so ein ultimatives böses ich will nicht sagen Kingler, eher ein Krebuchak. Holy crap. Holy crap. Haha, Krabbe. Neue Regionalformen wurden entdeckt. Dicta und Dictry gibt's ja in der Demo zu sehen. Bodenstahl? Okay. Ich hatte irgendwas von Elektro gehört zu den beiden, aber okay. Gut, wenn sie Bodenstahl sein sollen. Lockenkopf wirkt. Senkt die Initiative. Ist also genau wie das andere Ding. Verpasse nicht diese Geschenke. Oh, Magierna bekommt man. Schön. Das Ash-Projekt kann man auch übertragen. Muss man ja auch schon. Relaxo, seinen Setzstein. Muss man auch schon. Ansonsten nur noch der Trailer, den man schon mal gesehen hat. So, eine kleine Zusammenfassung hier. Hm, schade. Das ist gruselig. Bin auf jeden Fall gespannt auf die Pokémon. Wie mir zugeteilt worden ist, soll es eine der langsameren Generationen sein. Von den Pokémon her. Aber ich bilde mir meine eigene Meinung. Denn man kann immer sagen, es ist eine langsame Generation, wenn man dann ein Pokémon hat. Mit irgendwie nur 10 Initiative oder sowas. Basis. Passiert. Was soll man machen, ne?
Tja. Schade. War nicht allzu viel zu sehen, aber... Ja. Was sollen sie machen, ne? Wenn die Leute überall rumspoilern müssen. Hauen sie noch einen kleinen Trailer raus. Fertig ist. Trotzdem, die Ultrabestien werden von Mal zu Mal gruseliger. Ich meine, das riesen Krabben-Ding da, ja. Was zum Teufel. Mal im Ernst, das Ding ist irgendwie gruselig. Wie kann das bitte, irgendwie legitim sein? Das Ding ist grausig groß. Und wird wahrscheinlich ein so ziemlich alles fressen, was in den Weg kommt. Daher der Name Vielfraß. Ich für meinen Teil, bin gespannt. Ich werde Sonne spielen. Wie ich angedeutet habe in den letzten Monaten. Dass ich eher Sonne spielen möchte als Mond. Einfach nur aus Prinzip. Weil ich den eh abends aufnehmen werde. Höchstwahrscheinlich. Und dann immer Nacht ist. Ja, aber trotzdem. Ich bin gespannt. Und das Projekt wird auch starten. Dann zum Release. Ich denke mal, es wird der deutsche Release sein. Ich denke mal nicht, dass wir zum amerikanischen Release schon alles hochladen dürfen. Sollte ich das Spiel bis dato haben. Ich denke mal eher nicht. Aber ja, zum europäischen Release. Dann werde ich überlege, wie ich die Parts hochladen soll. Soll ich ein Part hochladen pro Tag? Wäre wahrscheinlich zu wenig. Soll ich zwei hochladen oder drei sogar? Wie lang sollen die Videos sein? Ich meine, ihr könnt mal Vorschläge machen in den Kommentaren. Denn ich bin echt am Überlegen, wie ich das machen soll. Naja. Gut. Aber an der Stelle sage ich mal, ich bin raus. War ein kurzer, kleiner Trailer. Nichts Interessantes. Die Attacken waren schön. Aber mehr auch wirklich nicht. Tja. Wie dem auch sei, ich sage bis dahin. Ciao, ciao.